So, dann jetzt kommen wir mal zu dem allgemeinen Menü. Willkommen in einem neuen Video. Erstmal, Sie haben bestimmt das Video gewählt, weil Sie sagen, hey, Andi, stell mir doch mal so einiges hier vor. So. Wir haben hier oben das Wichtigste, den Menü, Reiter. Vielleicht müssen wir schauen, dass es sich nicht ausspricht, weil ich selbst schon. Also ich tue die Fachsprache ungern reden. Ich sage immer halt Normales, ne, so, weil ich habe in Psychologie halt gelernt, dass in Kindersprachen halt jeder versteht. So. Also, da haben wir den Menü Reiter, Datei und da haben wir halt unten drunter halt gewisse Möglichkeiten oder Funktionen, sage ich mal. Neues Fenster machen, also Fenster, so ein neue Schablone, eher sagt man, erstellen. Ne? Und da habe ich gewisse Einstellungen. Ich kann was öffnen, also ein Bild öffnen. Ich kann zuletzt geöffnete Dateien öffnen. Ich kann das übernehmen vom Scanner oder Kamera. Das kann ich tatsächlich machen, wenn das erstmal eingerichtet ist. Was habe ich jetzt hier nicht eingerichtet? Ich kann etwas speichern, speichern runter oder alles speichern. Ich kann was drucken. Also tatsächlich, wenn man es eingerichtet hat, dann kann man was drucken. Ja. Wenn nicht, dann halt eben geht das nicht. Dann gibt es Schließen und Beenden. Schließen und Beenden sind unterschiedlich, weil wenn ich was schließe, dann schließe ich nur ein Fenster. Also das heißt, dieses Fenster, dieser Schablone. Und wenn ich komplett auf Datei beenden klicke, dann beende ich die Anwendung. Ne? Also das heißt, ich klicke auf Beenden und ich habe die Anwendung Paint.NET beendet. Also es ist sehr schön übersetzt worden hier. Nicht wie bei anderen Programmen, da heißt es immer schließen, schließen oder close, close irgendwie. Und Paint.NET hat tatsächlich eine sehr gute Übersetzung gemacht, wo die deutsche Sprache wirklich sehr fein gehalten wird. Das ist nicht bei vielen Anwendungen, die es, selbst die Anwendung, für die man Geld zahlt, ist das nicht so schön übersetzt worden. Ja. Dann haben wir hier den Menüreiter Bearbeiten. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel ein Foto hätte, dann könnte ich das rückgängig machen, also meine Arbeitsschritte kann ich rückgängig machen, meine einzelnen, oder ich kann sie wieder wiederholen, ich kann etwas ausschneiden, ich kann kopieren, ich kann was zusammengefasst kopieren, einfügen, eine neue Ebene einfügen, ein neues Bild einfügen, eine Auswahl kopieren, eine Auswahl einfügen, diese ersetzen oder hinzufügen zu dieser Auswahl was, oder ausschließen oder schneiden oder umkehren. Ich kann eine Auswahl löschen, ich kann eine Auswahl füllen, ich kann eine Auswahl umkehren. Ich kann alles auswählen und ich kann auch Auswahl aufheben klicken. Also man hat da auch Abkürzungen hier. Dieses CTRL kommt aus dem Englischen, aus der Originalsprache, von der Originalerfindung der Programmierwelt und der ganzen, weil es halt herkommt. Und deswegen ist es ein bisschen, verstehen das viele falsch. Es gibt auf Ihrer Tastatur kein CTRL im Deutschen. Aber wenn Sie das übersetzen würden, dann würde dieses auch, dann finden Sie das auf Ihrer Tastatur, das nennt sich dann so eine kleine, also das ist eine kleine Sache, die ganz links ist, und dann steht da STRG, also S wie Siegfried, T wie Theodor, R wie Richard und G wie Gustav. Und das nennt sich dann STRG, ja? Oder Steuerung, ja? Strong, also, wie ich nenne es halt einfach STRG. Und da haben sie dann diese Funktion, die mit der zusätzlichen also Buchstaben, den sie da klicken. Ne? Also STRG plus Z macht rückgängig. Ne? Da werden wir uns noch damit noch befassen, mit diesen Tastaturbefehlen, die ja auch sehr, sehr wichtig sind, da sie wirklich die Arbeitsschritte erleichtern. Ansichtmenüreiter ist einfach genial. Denn er ist einfach dafür gedacht, um Dinge zu tun, die sie sonst eigentlich nicht gerne tun würden. Nee, Schmach.
Regie sagt, laber kein Scheiß. Ja, gut. Also, die sind dazu da. Ja, die sind dazu da, um einfach etwas zu vergrößern und zu verkleinern. Okay, ich mach das jetzt mal. So. Und das ist wieder Minus. Und das ist Plus. Das mache ich alles mit der Tastatur. Ich kann das natürlich machen mit der Ansicht. Auch. Oder verkleinern. Oder ich kann ein ganzes Bild machen und dann tut er wieder das Zentrieren. Das Ganze kann ich auch machen mit Originalgröße, kann ich da auch ein bisschen zentrieren. Und ich kann Pixel Raster anmachen und Lineale anmachen. Wozu brauche ich das? Naja, wenn ich gewisse Sachen ausrichten möchte, dann habe ich ein Lineal. Und das zeigt mir dann ungefähr die Positionen. Ja, das ist ungefähr, ich weiß, Richie korrigiert mich immer wieder. Das zeigt Ihnen dann genau die Position, okay? Meine Güte. So. Dann haben wir einmal Pixel, Zoll und Zentimeter. In den meisten Fällen rechnet man in Pixeln, aber es gibt halt auch Berufe, da wo in Zoll gerechnet wird oder in Zentimetern. Und dann haben wir das halt dementsprechend auch wählen. Und dann sieht man hier dann Zentimeter. Problem gelöst für Leute, die mit Zentimetern Einheiten arbeiten. Ne? Dann kann man Pixel machen und ist man wieder auf Pixel. Was sehr interessant ist natürlich, weil man kann das tatsächlich übersetzen. Was sind eigentlich 100 Pixel in Zentimeter? Also wir sehen, ein Pixel ist gleich 0,0260 und 10 Pixel wären 0,26 und 20 Pixel sind, ne? Und erst bei 50 Pixel sind wir ungefähr bei 1. Okay. Was sind dann 100 Pixel? 100 Pixel sind 2,64 cm. Okay. Gut, danke. Und wieder mal was auch als Profi dazugelernt. Naja, man kann ja nicht alles wissen. Unmöglich. Da müsste man ein Gott sein. Wer hat mich wieder gerufen? Kommt bestimmt irgendein Hater. So. Bild, Menü, Reiter, da hat man die Möglichkeit, entweder eine Markierung, also auf eine Markierung zuzuschneiden, also zuschneiden oder Größe ändern, Leinwandgröße zu spiegeln, horizontal, vertikal zu spiegeln, um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen, um 90 Grad entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, um 180 Grad drehen oder zusammenfassen. Also viel bleibt einem dann nicht. Jetzt ist halt die Frage, es gibt eine Leinwandgröße, okay, und es gibt eine Größe. So, und um das zu verstehen, werden wir jetzt gleich ein Bild hinzufügen. So, also ich habe jetzt ein Bild hinzugefügt, eine Fantasielandschaft, ein sehr schönes Bild von, ich glaube, das war die Quelle Stockfree, ich weiß es jetzt nicht mehr, ich habe es von einem Kumpel geschickt bekommen. Und jetzt ist es so, jetzt haben wir hier da oben Bild und Größe ändern. Und wenn wir da jetzt was ändern, dann sehen wir, okay, das ist die 2000 Höhe. Dann mache ich mal einfach 1000. Ja? Und selbstverständlich Interpolation immer beste Qualität. Oder halt eben Super Sampling, aber in dem beste Qualität, absolut. Ja. Man kann sich das auswählen, entweder in Prozente was zu ändern oder halt eben in absolut. Wir machen jetzt mal einfach absolut und machen einfach okay. Und dann ändern wir das Bild an sich. Okay, jetzt drücken wir die Taste Steuerung Z und machen diesen einzelnen Schritt, also diesen Arbeitsschritt rückgängig. Und klicken wieder auf Bild und klicken auf Leinwandgröße ändern. Nehmen wir mal an, die Leinwand machen wir jetzt mal 4000. Okay, dann müssen wir noch zusätzlich das Seitenverhältnis beibehalten, sondern da können wir einfach auch das ohne. Jetzt machen wir mal 4000 mal 2500, ne? Und dann können wir auch sagen Mitte, ne? Bla bla, okay. So. Und damit haben wir die Leinwand geändert. Was ist eigentlich eine Leinwand? Das ist ja die Frage. Was ist das? Warum heißt es Leinwand? Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Blatt Papier. Und auf diesem Blatt Papier haben Sie einen gewissen Platz. Dieses Blatt Papier hat eine Größe von A3.
Und stellen Sie sich vor, Sie kriegen dieses A3-Bild auf ein A2-Bild. Sie kriegen komplett ein und sollen zu diesem A2-Bild in die A2-Schablone, in diesem A2-Gemälde oder diesen Platz, den Sie da haben, sollen Sie zusätzlich das Bild, das in A3-Größe ist, erweitern. Das heißt, die Fläche von A3 wird was hinzufügen. Das würde denn bedeuten, dann würde ich halt hier, wenn ich malen könnte, was ich jetzt nicht kann, aber dann würde ich hier weiterhin was ausmalen, ne? Irgendwas was hinzufügen, also hier und da noch zu diesem Bild, was passen würde jetzt nicht so hier. Kratzendinger, aber ich würde dann halt was hinzufügen. Ne? Mein Vater kann malen, der würde das irgendwann ganz vielleicht mitmachen bei diesem Projekt und der könnte dann das dann zeigen. Aber vielleicht mache ich für ein Beispiel. Schließe ich mein Pad an und dann kann ich das mal so zeigen. Aber ich denke mal, jeder kann sich vorstellen, was ich meine. Ja, und das bedeutet das im Endeffekt. Ja, das ist, da kann man was hinzufügen oder man könnte sagen, hey, ich kann hier jetzt hier in dieser Leinwand, könnte ich da was verschieben und ich könnte da ein weiteres Bild hinzufügen. Ja. Wobei da auch jedem klar sein muss, dass man dieses Weiße vorher wegmachen muss. Ja. Also man sollte nicht im Hintergrund da dieses Bild hinzufügen. Ne? Der Hintergrund ist nie schön. Ja. Deswegen da ist es halt wichtig, immer mit Ebenen zu arbeiten. Aber fürs Beispiel passt es ja. So, dann machen wir jetzt STRG-Z und dann haben wir wieder unser Bild, ne? In voller Größe. Also, das ist im Endeffekt Leinwandänder. Die Schablone halt ändern. Und das brauchen Sie oft, öfters als Sie denken, aber dazu in einem anderen Video. So, jetzt kommen wir zum Menüreiter Ebenen. Ich kann entweder eine Ebene hinzufügen, löschen, verdoppeln, Ebene nach unten zusammenführen, Leersichtbarkeit umschalten, aus Datei importieren. Ich kann eine Ebene horizontal spiegeln oder vertikal spiegeln, 180 Grad rotieren, Rotationszoom. Ich kann zur obersten Ebene gehen, gehe zur Ebene oben oder gehe zur Ebene unten oder gehe zur untersten Ebene, Ebene ganz nach oben verschieben oder Ebene aufwärts verschieben, Ebene nach unten verschieben, Ebene ganz nach unten verschieben und eben Eigenschaften. Ne? Also da hat man schon so einige Möglichkeiten. Ne? Jetzt können wir ein bisschen jetzt mit eben Eigenschaften schon jetzt ein bisschen rumspielen. Das können wir auch hier machen, Eigenschaften klicken und sagen hier, das Bild soll doch farbig nachbelichtet sein. Ne? Oder was können wir machen? Das soll differenziert sein. Es wird halt nur nichts passieren, weil ich ein zweites Bild dafür bräuchte. Ja? Machen wir das doch in einem anderen Video, weil wir sind ja immer noch in diesem Menüreiter. So, und das war es eigentlich auch schon. So, dann kommen wir noch zum Menüreiter Korrektur. Bei Korrekturen, da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Da können wir zum Beispiel jetzt Sepia wählen und dann haben wir dann so einen Filter. Also im Endeffekt, Korrekturen sind so Filter, wie man verstehen hat. Und das sind vordefinierte, also Filter, die Paint.net hat. Zumal auch, da ist diese Filter zusätzlich, also programmiert worden von Profi-Autoren, die wirklich dann einem erleichtern zu arbeiten mit verschiedenen Filtern, ne? Schwarz-Weiß-Filter oder Sepia-Filter und Helligkeit und Kontrast, und da hat man schon so einige Filter installiert, wenn Sie das Video geschaut haben, wo ich die Plugins mit installiere und eine ganze Menge, was man da bekommt. Und die sind auch wirklich gut, die sind sehr professionell. Also die unterscheiden sich nicht von Adobe Photoshop oder Premiere, also Adobe Photo Elements oder anderen teuren Anwendungen von Cyberlink, weil die sind wirklich, wie man sehen kann, sehr gut gemacht. Ne? Also die sind wirklich Leute, die da dahinter also wirklich stehen, was sie machen. Ne? Da habe ich natürlich auch den Filter wie Transparency.
Wenn ich da draufklicke, dann habe ich die Möglichkeit, da nach links, ne, Transparenz zu erstellen. Und das braucht man halt, um einfacher für gewisse, ja, um es einfacher zu machen für gewisse Effekte, ja, bei einem Bild. Oder man hat hier ein Filter wie Tontrennung, ne, da wo man halt dann die Töne also trennen kann. Ja. Wenn ich zum Beispiel jetzt manchmal rückgängig mache, keinen verbunden, dann kann ich hier ein Rot wählen, einzeln. Ja, man sieht, das verändert sich irgendwas. Ne? Oder ich kann Blau. Ja. Also man hat verschiedene Funktionen. Oder man könnte, und das alles ist für verschiedene Schritte, Arbeitsschritte, die man braucht. Ja, da gibt es verschiedene, wie zum Beispiel Schwarz-Weiß. Man will das Bild in Schwarz-Weiß haben, auch für Nostalgie, ne? Für irgendeinen, was weiß ich, Modeschau, irgendwo kulturmäßig, im Theater, dass man sowas als Schwarz-Weiß macht und Überschrift. Früher hatte man Schwarz-Weiß-Bilder, das wäre Schwarz-Weiß und heute haben wir Farbe, ne? Ja, dann kann man auch hier es gibt zu viele, was ich machen könnte. Ich tue jetzt nur einiges hier erwähnen. Man kann auch hier Helligkeit und Kontrast, ne? Die Helligkeit oder halt den Kontrast oder höher machen. Ne? Und man sieht schon, es sieht richtig cool aus, je nachdem, für was man das alles braucht. So, das war's auch schon vom Menüreiter Korrektur. Ja, kommen wir zum Menüreiter Effekte. Effekte, da habe ich die Möglichkeit, verschiedene Effekte anzuwenden. Da gibt es sehr viele Effekte. Es gibt einmal Farbeffekte, Fülleffekte, Fotoeffekte. Da ist sehr so viel, dass man wirklich erstmal rumspielen muss, um gewisse Effekte überhaupt zu verstehen. Und auch da werden wir auch uns mal das näher anschauen. Es gibt Rauschen, wo man sagen kann, ich tue da ein Bild Rauschen hinzufügen, um es älter aussehen zu lassen. Also es gibt da auch Gründe, warum man das machen will. Ja. Dann gibt es noch Rendereffekte, gibt es auch sehr viele Selektiereffekte, Stilisieren, Textformation, also man kann tatsächlich einen Text hinzufügen, ja, und den kann man auch jederzeit bearbeiten, aber das sollte man natürlich auf einer neuen Ebene machen, ne? Also nicht auf eine alte, das heißt, wir machen jetzt eine neue Ebene, hauen da jetzt einen Effekt rein, machen eine Textur, Text meine ich, und kreativ, also Text, und machen einfach okay, ja. Deswegen sage ich ja, Ebenen sind wichtig, dass man das nicht vergisst, weil es gibt Leute, die sagen, ich hat nicht funktioniert, hat mein Bild geschafft, hat er nicht, das ist halt eine Ebene. Da kann man dann den Text verschieben. Ja. Und normalerweise kann man da nichts, also bei Photoshop wird das automatisch gemacht, ne? Bei Photoshop wird automatisch der Text, wenn ich reinklicke, ungeändert. Bei PaintNet, da ist das so, dass man da auf Effekte gehen muss und dann auf den Creative Text Pro. Ja, nochmal. Und dann kann man das umändern. Ne? Und dann kann man sagen, hallo, ich bin ein Text. So. Und dann ändert er auch sich der Text da. Und dann gibt es noch Apply to Object Instead of this Text. Ne? Also es gibt verschiedene Einstellungsmöglichkeiten oder hier kann man auch die Schrift umändern.
Ja, man will, oder man kann hier auch die Größe umändern. Ja. Es dauert halt, bis er das halt übertragen tut, weil das alles halt dynamisch gemacht wird. Ne? Ein bisschen halt anders als bei Photoshop. Dann kann man die Lichtkorrektur so umändern, ne? Diese Lights, wie das Licht scheinen soll. Ja, das sieht man jetzt, das Licht ist anders, Verhältnis. Ja. Wenn es niedriger ist, dann sehen wir dann auch gleich, dass es wieder anders aussieht. Ja. Dann kann man einen Soft-Filter mit einbauen, ne? Und ohne Soft, mit Soft, ohne Soft. Ja, das dauert ein bisschen, bis er das überträgt. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, eine Textur zu machen, wie eine Chrome-Textur. Ne? Das hätte ich gesehen. Ja, dann sieht es wieder anders aus. Also man hat sehr viele Möglichkeiten, ne, um sein Bild mit guten, coolen Text zu gestalten. Ja, da gibt es keine Grenzen. Ja, da hat also Paint.net mit Plugins, wenn sie das so installiert haben, wirklich eine feine Art, das Bild zu schmücken. So. Steuerung D bedeutet wieder mal raus aus dem, ne, raus aus dem Ding, aus dem Markierten. Und ja, das war es ja auch schon. Wir haben dann so viele Sachen, die wir in den nächsten Videos behandeln werden. Das kann ich unmöglich hier alles in diesem Video machen. Das ist ja auch ein Video, wo ich einfach Ihnen sage, welche Menüreiter es gibt und was die eigentlich, wozu die da sind. Das war's. Nicht vergessen. Abonnieren, Daumen hoch, Glocke an und Spenden immer, immer wichtig, wenn die Projekte auch, ja, Spenden, es ist ja umsonst letztendlich, ne? Und bei einer kleinen Spende. Da freue ich mich, da weiß ich, dass Ihnen die Videos gefallen und dann hat man auch eine Motivation, weiter kostenlos Ihnen also Fachwissen anzubieten, weil so eine Schulung im Endeffekt, neulich so ein Paint.net-Kurs gesehen, das ist gar nicht so billig. Da haben wir zum Beispiel Kurse, die man mit jetzt Photoshop machen kann, also von Photoshop. Aber das ist ja letztendlich Bildbearbeitung und Paint.net ist ja auch ein Bildbearbeitungsprogramm, also Software. Und da sehen Sie schon, da sind zum Beispiel, nur wenn es 10 User sind, sind es 778 Euro pro User, ein Neuerungskurs. Und wenn man jetzt bedenkt, so ein Kurs für Anfänger, für Einsteiger, der kostet ja 1237 Euro und das pro Person. Das ist also nur, wenn 10 Personen halt ne, Max. Deswegen sagen die ja, dass da mindestens, ne, also 3 Tage dauert das, ne, der Kurs. Und da müssen mindestens 10 Personen sein, ne, damit die überhaupt Teilnahme anzahlen, es müssen 10 sein, damit die den Preis drücken können auf 1237. So, bei uns, bei Ever4U, beziehungsweise bei Andi Wiki, bei mir, da kriegen sie den Kurs viel günstiger. Und der dauert nicht 3 Tage, sondern da dauert nur ein Tag. Da kriegen sie das ganze Wissen in einen Tag jetzt erklärt. Beziehungsweise, wenn sie 3 Tage brauchen, dann kriegen sie es auch in 3 Tagen. Das ist kein Problem, aber Sie sehen schon, es ist von irgendwas muss man ja leben. Und ob es Wissenspiloten ist in Nürnberg oder Simplation oder von mir, umsonst gibt es nichts. Ne? Und wenn Sie jetzt so einen Kurs haben für einen Einsteiger, wenn so eine Paper-Spende kommt, und das ist, ich meine, wenn es ein Teilnehmer ist, ich weiß die Preise, ich kenne ja meine Mitbewerber, und ich rede mit denen auch, und wenn so ein, stellen Sie sich vor, so einen Kurs, wenn nur einen Teilnehmer privat buchen würden, dann sind sie bei einem Preis von 5.000 Euro. Das ist hammerhart, das ist richtig Hammer, das sind Preise, die kann man sich gar nicht vorstellen. Also das ist wirklich
Hardcore-Preise. Ja, und bei mir ist es viel, viel, viel günstiger. Und bei Paint.net gibt es auch Kurse, wo sie dann 1000 Euro oder 800 Euro zahlen. Also wie gesagt, wenn sie dann eine Spende machen von 200 Euro, dann sind sie 500 Euro. Kriegen sie Einzelpersonen, Live-Kurs. Das ist ein Schnäppchen. Und ich mache, da ich ja polnischer Jude bin, mache ich das mit Humor und nicht wieder. Wir hatten das wieder getroffen, ne? Weil es ist halt so, wir sind anders. Wir machen immer mit viel, oder zumindest ich. Nicht die Schlesier vergessen, das sind keine Pole, ne? Einen schönen Gruß an meinen Nachbarn, der Schlesier ist. Und an alle Schlesier da draußen. Oh Gott, die Geschichte müssen wir auch noch machen, ne? Okay, egal. So, das war's auch schon, ne? ich hoffe, es ist einiges klar.